Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe mit No Man's Sky mit mir, Christian Angel. Ich begrüße euch bei Folge, keine Ahnung, 25, 24, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade keine Übersicht mehr, ich habe heute schon zu viel aufgenommen. So, checken wir erstmal ganz kurz das Inventar. Wir wollten verkaufen. Stimmt, das habe ich vergessen. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, bis es fertig mit Rendern ist. Dann ist mir das Programm abgekackt. Ja, aber ich bin nicht weitergeflogen, also keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Rein gar nichts. So. Hallo, wie geht's dir? So, was hast du für mich? Was möchtest du? Technologie reparieren. Entität ruhig. Okay. Also eine elektronische Lebensform summt eine freundliche Begrüßung, ehe plötzlich viel lange Metallnadeln aus ihren Fingern schnellen und meine Schultern durchbohren. Die Entität hebt mich problemlos in die Luft und richtet mich nach vorne, bis ich direkt in ihre Forschung Maskenlichter blicke. Seltsamerweise spüre ich bisher keinerlei Schmerzen, doch dann schaltet sich das System um die Lebensform ein. Das Ende der Berührungsvorgang ist in Sicht. So, abwarten. Mächtige Reduktionen posieren durch meinen Körper. Mein Exoman-Auto repariert und wiederhergestellt. Hui, nice. Schön, ohne Technologie. Strahlenabbau, Tau. Nice, okay, muss ich gucken. Level 3. Okay, gut. Keine Reparaturen nötig. Gesundheitswerte steigern. Nice. So, verkaufen. Ups. So. Also, was können wir verkaufen? Einmal das sieht ganz interessant aus. So, Iridium, weg. Eisen, weg. Platin, weg. Das weg und das weg. So, dann haben wir hier, das können wir verkaufen. Zink brauche ich momentan nicht. Titan lasse ich. Das ist jetzt in meinem Inventar. Okay, ja, ne, das kann ich dort verkaufen, genau. Das verkaufen wir. Haben wir noch so schönes? Nichts mehr gerade hier im Angebot. So, hier Eremit und Nickel. Bam. Titan lassen wir. Okay, sind wir fertig. Alles klar. So, dann haben wir eigentlich. Da wollen wir mal gucken, ob wir das überhaupt von genügend hätten für den Warp-Antrieb. Hier haben wir über 100. Okay, 1. Ah, 2. Oh, wir haben ja genug. So. Das war's dann jetzt, genau. Okay. Aufladen. So. Gut, dann können wir wieder 4 Warpsprünge machen. Oder 3, so wie es aussah. Das ist Level 3. Brauchen wir nicht. So, was haben wir hier noch? Ja, red. Maximum auf Gesundheit. Was ist das? Hey, lass mich hin. Und mir ist Schild auf Maximum. Okay, alles klar. Gut, okay, dann ab geht's. Ich glaube, wir haben genug entdeckt. Ist das jetzt mein Raumschiff? Ja. Oder? Checke. Ja, sieht danach aus. Nee, ist es nicht. Oh Gott, wie sieht's denn das aus? Mal gucken. Das kennen wir, das ist ja unser Premium-Raumschiff. Die Frage ist jetzt bloß, hat der mehr Inventarplätze wie ich oder weniger? Was für ein Angebot ist da drin? 22, also nix. Tote Hose. Und weg. So. Okay, dann ab nach draußen. Hui, ab in die Ferne der Galaxie. So. Alles klar, unentdeckt. Ah, wir sind ja hier gelandet. Okay. So. Da haben wir auch noch einen Planeten. Der ist auch unentdeckt. Gut. Okay, ja. Alles klar. Oh, da war da rechts unten noch was. Unentdeckt. Alles klar. Okay. Hoffen wir mal auf Glück, auf gutes Gelingen, auf gute Planeten. Oder einfach nur wieder totale Katastrophe. So. Oh, überall Adern.
einlenken. Oh, auch wieder so ein toter Planet. Oh. Ja, Mann, zum Kotzen ist das. Echt zum Kotzen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn jetzt? Fehl. So. Okay, dann landen wir mal ganz kurz, dass wir den wenigstens entdeckt haben. Und schauen wir mal, was das für Vegetation. Radioaktiv. Oh, war schon wieder klar. Okay. Alles klar. Also der erste Planet ist ja schon wieder Katastrophe, meine Herren. Radioaktiv. Das ist nicht mehr feierlich, ehrlich gesagt. Nicht mehr feierlich. Da sieht es aus, als würden viele landen. Checken wir mal die Lage. So. Nein. Okay, ja, was. Also, was ich gerade nicht, was ich noch sagen soll. Ja. Ich muss doch nicht eigentlich immer darüber reden, oder? Ja. Ich würde endlich mal wieder einen schönen Planeten sehen. Oder ihr auch, oder? Also komm. Einen schönen, schönen großen Planeten, der sehr schön aussieht. Ich bin immer noch auf der Suche auf dem Planeten, der in dem Trailer war. Habt ihr bis jetzt nicht gefunden. Was ein bisschen was mich ein bisschen verwundert. So. Next. Radioaktiver Wasser bestimmt. Also wenn der jetzt auch wieder radioaktiv ist, dann ziehe ich gleich mein Raumschiff und verpiss mich. Okay, landen wir hier. Sieht sehr kahl aus. Okay. Also ist auch nicht so gerade besonders. Och, leckt mich doch alle. Also, ab zur nächsten Galaxie. Ist mir zu doof. Ist mir zu doof. Ist mir echt zu doof. So. Ach, nicht genug Treibstoff. Ach, schon wieder falsche Taste. Immer Touchpad drücke, meine Herren. Touchpad. So. Okay. Let's go. Hui. Dann würde ich sagen, fliegen wir einfach weiter. Hier wird uns wahrscheinlich nicht mehr viel erreichen oder viel erleben. So. So. Also. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Wir müssen dahin. So. Können wir hier schon hin? Okay, aber das nächste glaube ich jetzt nicht mehr. Oder? Ja, zu weit. Auf geht's. Auf zur Reise zum Mittelpunkt der Galaxie. Oh! Ah! Verdammt! Tja. Unterwegs was zu trinken ist halt immer schlecht. Wenn der Raum zu klein ist, dann muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man die Füße hinlegt. So. Wir kommen auf jeden Fall näher. Und das ist schön. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen jetzt wirklich, bis wir dort angekommen sind. Das ist echt übel. Also der eine hat gesagt, da ja, drei Dings, wie heißt's? Der hat es innerhalb von 30 Stunden geschafft. Ich habe keine Ahnung. Oh, okay. Komplett grün. Das ist ja massives Grün hier. Das ist ja echt übel. So. Fliegen wir einfach weiter. Testen wir mal hier, was hier so Schönes erwartet. Aber der erste Eindruck ist auch wieder ein bisschen Katastrophe. Oder? Ja. Auch nicht gerade so sehr besonders. Eine große Höhleneingang. Viel Berge.
sehr, ja. Scheint aber nicht irgendwie besonders zu sein. Warten wir mal hier. So. Was ist das für ein Planet? Wohltuend, entspannt, fehlend, leer. Ja. Hat ja voll gebracht. Was ist das hier? Stahl, okay. Dann machen wir mal kaputt. Komm schon. Und rein. Bewegung. Ja. Gut. Sind weg. Nachladen. Gut. So. Okay. Wäre ja lustig, wenn wir jetzt ein unbekanntes Raumschiff finden würden. Okay. Der Alarm hat die Information auf einem primären Terminal unkennlich gemacht. Ich erkenne nur ein paar Worte. Wenn es mir gelingt, herauszufinden, wo hier gearbeitet wurde, kann ich auf den Arbeitsablauf neu starten und die Operation wiederherstellen. Hulung, Kudung, Otung. Ja. Schwer. Ich nehme Raumschiff. Nein. Falsch. Fehl. Alles klar, okay. Dann hat sich das ja wieder wohl erledigt. Das da. Genau. Perfekt. Gut. Okay. Das ist mir alles extrem zu grün hier. Das ist schon heftig grün. Heftig. Auf geht's. Dann würde ich sagen, lass uns mal überraschen. Fliegen wir einfach zum nächsten Punkt. Das ist mir eindeutig viel zu grün. Viel zu grün. Das ist eklig. Bin kein Grün-Fan, überhaupt nicht. Ja. Dann hier hin. Okay, das wird glaube ich dann nicht mehr funktionieren, oder? Nein, zu weit. Okay. So, auf geht's. Mui. Ja, der Warp macht jetzt richtig viel Sinn. Jetzt können wir schon so viele Planeten und viele Punkte umkreisen. Und vielleicht zwischendrin haben wir so viel jetzt schon verpasst. Das wäre so übel. Also, mal schauen, wie das nächste, was das nächste wird, wie das nächste aussieht. Ob das sich lohnt oder nicht. Wäre schön, mal eine schöne Farbe zu erleben. Und schöne Planeten. Normalerweise habe ich ja so mitbekommen, je eher man kommt, desto interessanter wird's. Sehr interessant. Und nochmal. Absturz. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja. Ich glaube, es ist heute schon der zweite Absturz heute im Spiel. Der zweite. Das ist lustig. Eieiei. Wird Zeit, dass mal ein Gepatch rauskommt. Es wird echt langsam mal Zeit. Weil sonst ist das hier nicht mehr ertragbar. Das ist Zeit. Ich meine, okay. Ich meine, wenn wir... Meckern dürfte man eigentlich nicht. Das sind ein paar Sekunden, die man plötzlich dann rausfliegt und dann wieder reingeht und wieder neu starten tut. Klar, aber wenn man aufnehmen tut, ist es was anderes. Das ist halt Zeit, was dann halt übelst verbraucht. So, checken wir mal. Gucken wir mal, ob wir vielleicht hier was finden. Radron V888. Angus Prime. Marcel. Hm. Viele sagen immer Prime, 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 hat man sie gesehen. Okay. Rightron V8, oder? Kristelle. Okay.
Jo, da sind wir wieder zurück. Starten wieder durch. Warte mal. Oh, jetzt braucht er langsam landen. Das warten wir mal. Haben wir jetzt Glück? Wenn das jetzt nicht aktiviert worden ist, in dem Sinne, könnten wir es nochmal versuchen. Probieren wir es mal. Ja, die Tür ist noch zu. Okay. Also. Ich mache jetzt mal meine Energie erstmal hoch. So, mit den da. So. Nachladen. Warte schon. So, okay. Jetzt brauchen wir ja nicht mehr so viel machen. So. Ist das gleiche? Genau, okay. Raumschiff war falsch. Jetzt haben wir die Option zwischen Absprungskapsel oder Frachter. Ich würde auf Frachter tippen. Oh! Nice. Hat sogar gebracht. Also. So, bereits bekannt. Dankeschön. Wow. Super. Toll. Hi. Ja, schön hier drin, ne? Total unbekannt für dich, ja? Ist gar nicht so gewohnt, ne? So. Alles klar, dann gehen wir halt mal weiter. Gehen wir wieder. Okay. So. Bei der Busch. So. Okay, probieren wir es nochmal. Alle gute Dinge sind drei. So, dahin ging's. Hoch ging's nicht mehr. Hoffen wir mal, dass es nicht nochmal abstürzt. Drückt mir die Daumen. War schon. Gerade knapp. So. Drei, zwei, eins, null. Ne? Drei, zwei, eins, null. Drei, zwei, eins, null. Boah, das dauert ja lange heute. Drei, zwei, eins, null. Okay. Huch. Okay. Das sieht ja schon mal ein bisschen interessanter aus. Es ist nicht mehr so grün. Und Kristalle haben wir auch hier genug. Was sind das für Kristalle? Das ist die Frage. Und Iridium. Ah, hier kann ich auch wieder gut fluten. Ist auch wieder haufenweise. So, dann würde ich sagen, fliegen wir hier hin. Liegt das nächstliegende, der nächstliegende Planet. Also checken wir mal die Lage, wie es da drin aussieht. Ja. Abwarten. 9, 8. Die letzten paar Sekunden kommt er immer näher. Am Anfang ja so langsam. Und dann letzten. Oh, das sieht aus wie ein Riesenwald. Wäre schön, aber leider ist der Wunsch immer nicht da, wenn man es braucht. So. Was sind das denn für... Ich lande mal hier. Was sind das denn für Pilze? Giftregen. Und haufenweise zu entdecken. Okay. Sieht auch wieder Pilze, Pilze, Pilze. Als würden die ganzen Galaxien nur aus Pilze bestehen oder was? Ist doch nicht mal normal. Das ist echt nicht normal. Ich würde sagen, Raumschiff. Nee, das ist kein Raumschiff.
Also bis jetzt bin... Ah, Mann. Denkst du, machst du mal einen Warpsprung und sieht mal wieder was Hübsches aus? Nein. Warum auch? So. Ja, schön. Verlassenes Gebäude. So. Datenprotokoll einleiten. Was kriegen wir raus? Auf meiner Reise helfen wird. Jetzt bin ich gespannt. Belüftungsbram, okay. Naja. Nicht gerade das Besonderste, aber besser als gar nichts. Was sind das für Zeichen? Achso, ich wollte gerade sagen, so. Ich dachte, so Schriftzeichen sind dazu abzubilden. Zu sehen. In dem Sinne, oh, wieder so ein Tierchen. Aber die Tiere tun sich dann immer alle ähneln. So ein Gag hat sich verbessert. Okay, wir sind im Gag-System. Was haben wir hier hinten? Einsammeln, sammeln. So, au! Ja, war klar, da war wieder so ein Vieh da oben. Habe ich wieder nicht nach oben geschaut. Typisch, was ist das? Muss man das verstehen? Nee. Okay. Gut. Okay, Units gewonnen. Okay, ja. Ja, ein klein bisschen. Das ist nicht so schlimm. Okay, also... Okay. Ja, also wir haben jetzt ja eigentlich schon alles gesehen eigentlich. In dem Sinne. Also... Das Optische will ich nicht erreichen. So. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir wollten ja eigentlich mal unser Schild mal verbessern. Dafür benötigen wir Technologie, Schilde. Nee. Hä? Ah, das war. Das war für hier. Och nö. Sehr langweilig. Ja, doof. Ich brauche brauche ich kein Schild. Da kam ich bis jetzt immer gut zurecht. Und so schwer sind die Gegner bis jetzt auch nicht. Aber ich brauche aber für das Weltall, für den Raumschiff. Das ist eher wichtiger. Okay. Würde ich sagen, ab nach oben. Wow. Wie viel Impuls haben wir eigentlich noch? Noch zwei Sprünge. Können wir machen. Boom. Okay. Alles klar. Sag mal, diese Folge ist einfach ein komplettes mal Durchfliegen an das Ziel rankommen. Kann ich da noch hinreißen? Yes. Da noch? Nein. Zu weit. So. Auf geht's. Gut. Achtung, Achtung, er stürzt wieder ab. Er stürzt ab. Ich wette um 0 Cent. Nee, hoffen wir mal nicht, dass es passiert. Aber wir sollten mal langsam mal jetzt vorankommen. Ich bin jetzt, sagen wir mal so, wir haben schon haufenweise Zeit vertrödelt in der Planetenforschung, Planetendeckung, alles drum dran. Und ich will eigentlich auch mal langsam ans Ziel kommen, irgendwann mal. Ne? Und wenn man so sehen tut, das sind schon sau, sau viele Kilometer, die man da, also, oder Lichtjahre, die wir da beschreiten müssen. Und deswegen, gut, okay. Also, wir sind jetzt hier angekommen. Gut. Haben wir noch irgendwas zu entdecken? Was ist das? Ach, das ist dann, okay. Da haben wir einen Planeten. Und da ist ein Planeten. Da sind schon wieder Raumschiffe. Der Planet scheint sehr groß zu sein. Oder ich bin schon zu nah dran, dass er schon groß wirkt. Wenn wir jetzt mal kurz mal landen. Oh, rot. Wasser. Viel Wasser. Oder ist das Schnee? Schnee ist Wasser. Gut. Okay. Landen wir hier vorne mal. Mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Eine Station. So.
Dort landen. Ein roter Planet. Wächter wütend. Ach du Scheiße. Okay. Fauna nicht existent. Gut. Und radioaktiv. Oh. Ich sag echt nur Katastrophe. So, kann man hier rein? Checken wir mal kurz die Lage. Was ist das? Wollten wir sowieso hier rein. So. Und rein mit mir. So, Schilde gesteigen. Okay. Gut. Die Gag-Fabrik. Etwas tief im Inneren des komplexen Systems ist schiefgelaufen. Die Oberfläche fühlt sich bei Berührung heiß an. Verborgene Maschinen scheppern und surren. Eine Schweißperle erinnert an meiner Stirn herab. Was? Rinnt an meiner Stirn herab. Nice. Die Einrichtung nimmt wieder Betrieb auf. Neues Produktrezept gelernt. Schildblech. Nice. Das ist doch mal was. Das ist ganz großer. Geil. Das hat sich doch mal gelohnt jetzt hier. Habe ich schon bereits entdeckt. Cool, jetzt kann ich mein Schild mal richtig rein hochjagen. Also, ja, reparieren lassen. Das ist cool. Weil für das da, dann kann ich das da einsetzen dann, oder? Genau. Ja, okay, gut. Das gucken wir mal. Eisen haben wir wahrscheinlich auch keins gerade im Angebot. Deswegen ist es auch nicht so schlimm. Bleib stehen. Das kann ich gar nicht. Ja, ich dachte, ich weiß, dass es ein Vieh ist, so ein Wächter. Aber es hätte ja sein können, dass man den jetzt hier ja, analysieren kann oder so. Hätten wir die Schwachstelle rausfinden können. Wenn wir beim nächsten Mal fertig machen können. Okay. So. Okay, gut. Ja, ein roter Planet mit viel Wasser, mit komischen Flaunas hier. Deswegen, ja, fliegen wir mal weiter. Und radioaktiv. Wir suchen schöne Planeten. Keine schlechten Planeten. So. Da würde ich sagen, machen wir nochmal einen Warpsprung für die letzten paar Minuten und beenden dann das dann damit. So. Ui. So. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das ist schon zu weit, oder? Nee, okay. 5. Hier ist auch noch. Nein, zu weit. So. Jetzt sind wir dann 171 Lichter auf dem Zentrum weg. Das dauert, meine Herren. Riesengroße Entfernungen. Das wird sich noch sehr lange in Strecken, außer ich würde mal wieder ein paar schwarze Löcher finden, wo ich dann sagen kann, hey, hier, bringt mir mal ein schwarzes Loch und dann fliege ich dahin. Dass ich mal mehrere tausend, 10.000 oder 40.000, wie beim letzten Mal, Kilometer übersteigen kann. Oder vielleicht eine andere Technologie erfinden, dass ich besser noch mehr weiterspringen kann. Muss ja, glaube ich, noch mehr gehen, das ist ja nicht das Einzigste. So. So, Ecluid-Galaxie sind wir immer noch. Sieht auf jeden Fall schon mal normal aus von Welt. So, ja, okay. Scheint nur einen Planeten zu geben hier anscheinend, oder? Okay, dann fliegen wir mal hin. Mal gucken, was es hier uns erwartet. Es ist wieder hell. Viel Gold. Oh mein Gott. Ist ja richtig eine Goldmine hier.
Landen wir hier. Das sah interessant aus. War es auch. So, Wohltuendverhalten unzureichend karg. Oh Gott, okay. Scheint aber sehr viel Gold zu beinhalten, dieser Planet. So. Sehr komische Welt. So, was kostet mich das? Bam. 21.000. Also 2.100. Hammer. Okay. Gut. Checken wir mal kurz die Karte. So. Wir haben das entdeckt. Das entdeckt. Das entdeckt. Gab es jetzt noch nichts Interessantes, wo man wirklich sagen kann, muss nicht unbedingt sein. So. So. Nur ein bisschen Plutonium mit. Ah, tschüss. Fail for the win. So, nehmen wir das da. So. Und starten wir. Und Eisen. Warum auch immer. Gut. Ah, da sind die anderen Planeten. Okay. Man muss halt sich mal umdrehen. So. Gut. Da würde ich sagen, gucken wir mal. Checken wir kurz lang. Wir können gar nicht fliegen. Wir haben gar keine Warpzellen mehr. Ha, 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 ha. Okay, also bleibt uns eins übrig. Wir fliegen jetzt noch dahin und zu dem anderen und dann wieder zurück. Und dann schauen wir einfach mal, was wir hier zu finden. Auf jeden Fall hier eine Goldader. Das ist schon mal sehr gut. Also, wenn das wirklich so weiter bleibt, wie wir gerade gesehen haben, so haufenweise Dings, Warpzellen. Also, nicht Warpzellen. Oh Gott. Ja, ich brauche Warpzellen, ja. Feindlicher Scanner entdeckt. Wir wurden schon wieder gescannt. Mein Gott. Oh. Okay. Die Frage ist nur, wie viel waren es? Zwei Stück. Ah, da wird sollen wir damit zurechtkommen eigentlich. Penner, hör auf zu ballern. Ansehen, der Gag hat sich verbessert. Ja, schön. So. Weiter geht's. Haben wir doch cool geregelt, oder? Haben wir noch geschafft. Aufladen. Schildpalette. Schildpalette? Oh, das bringt fast kaum was. Das ist Titanium sogar mehr. Naja, so viel wie Eisen, die ich hier habe. Ja. Mal stapeln. Nein. So, wir sind da. Das ist erstmal wichtig. Das ist schon wieder viel Rot. Mhm. Interessante Pflanzen. Sehen, richtig stylisch so. So, dann gucken wir mal hier, was es uns hier ergibt. Tja, es hat nichts Besseres geworden, aber naja. Huch. Drückenteils. Da würde ich sagen, dann müssen wir hier so schnell wie möglich wieder irgendwann verschwinden.
Hallo. Bist du jetzt Marco? Ja? Nee. Osfell. Osfell. Er heißt Osfell. Bergbauaufseher Osfell. So, ja. Okay. Naja, ich habe halt nur Kohlenstoff jetzt. Ja. Genau seinen Vorstellungen. Ja. Dankeschön. Andocken gelernt. Nice. Das Wort Gag gelernt. Nice. Erster. Okay, alles klar. Gut. So. Auch schon wieder bekannt. So. Kohlenstoff. Ja. Okay. Was ist das? Gebrüder gelernt. Okay. Alles klar. So, Hitze ist wieder am Rudeln. Schlimm. Okay. Ja, das ist jetzt die Frage, bleiben wir hier oder gehen wir zum anderen Planeten? Ich plädiere auf den anderen Planeten. Das sah ein bisschen mystisch aus. Aber ist auch nicht schlecht hier. Kann man mal machen. So. Aber wir haben ja noch einen, glaube ich, oder? Warte mal. Ich glaube, das waren drei Planeten. Wir hätten ja noch einen Mond im Angebot. So, also da, den kennen wir. Der ist bekannt. Du hast bereits entdeckt. Gut. Oh, das sah gerade schön aus. Interessant. So. Dann muss ich kurz wegfliegen. So, gut. Okay, bringt wohl nicht viel. Wir müssen ein bisschen was abbauen, dass wir ein bisschen weiterkommen. So. Ah, schon wieder falsche Taste. Das da. So. Okay. Wenn wir mal ein bisschen woanders hinfliegen, weil ich habe glaube ich noch einen Planeten gesehen. Ich bin mir nicht so sicher. Deswegen probieren wir es mal. Genau, da ist er. Zudem rasen wir jetzt, ja. Und ich düse in den Morgenwind. 10, 9, 8. Das ist der Mond von dem Großen. Okay. Mal gucken, ob der besser aussieht. Nicht vorbeifliegen. Wow. Okay. Der sieht jetzt mal ganz komisch aus. Wie ein Canyon oder so. Das ist eine Mischung. Landen wir mal hier. Also Vegetation ist mal wieder hier sehr niedrig. Alles klar. Strahlender Wind. Okay. Und wieder radioaktiv verseucht. Na prima. Na toll. Ey. Super. Okay, Leute. Was machen wir denn jetzt? Warte mal. Gucken wir mal kurz. Können wir irgendwas herstellen? Wir könnten das herstellen. Dann bräuchten wir... Das könnten wir auch herstellen. So. So. Da brauchen wir jetzt Heridium. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, ja, machen wir hier weiter. Tun uns ein paar Dings bauen und dann sehen wir mal weiter, was uns erwartet. Ja, bis zur nächsten Folge. Euer Christian Angel 3000 mit den radioaktivsten Planeten, die es gerade in meinem Let's Play gibt. Toll. Ciao.